erstaunlicherweise noch nicht. Eben jetzt geht Dr. Bauer wieder ganz aus sich heraus. Im Zusammenhang mit der Frage, ob Adolf Hitler, wenn er jetzt wiederkäme, eine Chance in der Bundesrepublik hätte, kommt der Generalstaatsanwalt auch auf die kürzlich in Hannover erfolgte Gründung einer nationaldemokratischen Partei zu sprechen. Es waren Töne und es war eine Atmosphäre, die an den Bürgerbräukeller erinnert hat und diejenigen, die sich an die Jahre 20 bis 25 erinnert, mit einem tiefen Schrecken erfüllt hat. Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, wie wir, die Dinge von 20 bis 33 erlebt haben. Ich war damals Student in München. Wir selber wünschen nur, diese Zeiten möchten nicht mehr wiederkommen. Aber wir wissen, wie ungeheuer anfällig Menschen sind für große Worte. Und wie anfällig leider auch vielleicht junge Menschen sein können, die in einer fast inhaltslos, scheinbar inhaltslos gewordenen Welt nun plötzlich nach Ideen greifen und möglicherweise wiederum einem Rattenfänger auf den Leim gehen. Aber glauben Sie, dass eine derartige Minderheit noch eine Gefahr darstellt? Oder welche Zahlen liegen in Prozenten ausgedrückt vor? Nee. Und es ist ja offensichtlich eine Minderheit, die dauernd kleiner wird. Denn die Mitgliederzahlen dieser nationalistischen Organisationen gehen bekanntlich dauernd zurück, während die Zahl der Organisationen zunimmt. Das heißt, sie zersplittern sich und verlieren an Einfluss. Herr Dr. Bauer, würden Sie diese Partei, diese neu gegründete nationaldemokratische Partei, als verfassungsfeindlich bezeichnen? Ja, nach dem, was ich gehört habe, ja. Sie fragen ständig nach Zahlen. Sie müssen wissen, Sie selber unterliegen dem Fehler, den wir alle unterliegen, dass man eigentlich alles demoskopisch erfassen würde. Ich glaube nicht, dass wir diese Dinge demoskopisch erfassen können. Sie müssen wissen, es gibt einen Eisberg und wir sehen einen kleinen Teil. Und den größeren sehen wir nicht.